In diesem Video teste ich den TESMAX und schaue, ob damit mein Tesla zum mobilen Büro wird. Meine Entscheidung für den Tesla war ja auch dadurch getrieben, dass ich ein mobiles Büro haben wollte. Ich habe viele Termine, wo ich halt hinfahre. Und dafür ist er wirklich ideal. Der hat eine 1A-Integrierung mit dem Smartphone, in meinem Fall halt ein iPhone. Das heißt, wenn ich morgens einsteige, macht er mir den Kalender auf, zeigt mir den ersten Termin an und weiß auch direkt, wo ich hin will dann logischerweise, wenn ich das vernünftig im Kalender eingegeben habe. Sprich, das Navi hat sofort die Information, ich kann losfahren, der leitet mich dahin. Die Freisprecheinrichtung ist auch ein großer Pluspunkt für mich. Ich komme halt auch von einem Auto, das gar keine Freisprecheinrichtung hatte. Und was mir besonders dabei gut gefällt, ist die Übergabe. Sprich, ich habe mein iPhone, ich habe die AirPods im Ohr und ich gehe zu Fuß für ein Gespräch, steige in den Tesla ein und der übergibt das Gespräch nahtlos in die Freisprecheinrichtung. Finde ich super, gefällt mir richtig gut. Das ist aber im Prinzip nur der Anfang, denn für ein mobiles Büro brauche ich wirklich einen Arbeitsplatz, weil ich an einem MacBook arbeiten möchte. Ich habe mich dann im Netz umgeschaut, was es für Lösungen gibt für mobile Arbeitsplätze im Tesla und dann bin ich auf den TESMAX gestoßen. Das ist ein mobiler Schreibtisch, der ist klappbar und extra für das Model 3 entwickelt. Das ist ein Handwerksbetrieb, ich glaube aus Schwaben. Ich habe mit denen einfach mal kommuniziert und die waren so freundlich und haben mir einen zur Verfügung gestellt, den ich jetzt einmal auspacke und testen werde, ob das für mich die Lösung ist. Im Vorfeld habe ich mir schon ein Profil eingerichtet, das nenne ich Car Office, in dem das Lenkrad weggezogen wird und der Sitz nach hinten, so weit wie es geht, damit ich auch schön Platz habe zum Arbeiten. Das wähle ich jetzt einmal aus und jetzt packe ich den TESMAX aus. Ich habe den hier in so einer Neopren-Tasche, die ist wirklich schön verarbeitet, steht TESMAX drauf. Die Tasche muss man aber separat kaufen. Ab und zu gibt es, glaube ich, auch Kombi-Angebote und da ist das gute Stück. Hier oben steht auch TESMAX, die Oberfläche ist mit so einer Struktur versehen, die kommt mir so bekannt vor wie früher, glaube ich, auch in Autos, in den Oberflächen im Armaturenbrett verwendet wurde, kann mich auch irren. Aufkleber steht drauf, nicht während der Fahrt benutzen, liegt auch nahe, geht beim Fahrer auch eher schwieriger, ist bestimmt alles machbar, aber auch relevant für den Beifahrer, weil ich glaube, das ist für den Airbag dann nicht so geil, wenn das Ding auf einmal losgeht. Maximal 4 Gramm belasten. Komme ich, glaube ich, gut klar mit dem MacBook. Und jetzt klappen wir ihn einfach einmal aus. So, hier hinten sehen wir, der ist mit 3 Scharnieren versehen. Sehen auch sehr hochwertig aus. Und ich hatte mich da mal eingelesen. Die haben wohl auch lange getestet, bis sie welche gefunden haben, die gut passen und auch entsprechend dann halt auch die Leistung bringen. Weil natürlich die Scharniere in der Mitte sind, wo auch dann hinterher das MacBook in meinem Fall oder auch jeder andere Laptop halt dann platziert wird. Und dann müsste das eigentlich hier reinpassen. Und das tut's auch. Das liegt hier eng an der Tür auf. Ist hier vorne mit der Kurve versehen, damit der Griff geschützt ist. Und hier auf der Mittelkonsole, ich sag mal zu 2/3. Hier vorne ist natürlich ein bisschen Luft. Aber gefühlt stabil. Also wenn man auch bedenkt, da ist in der Mitte halt ein Scharnier oder beziehungsweise 3 Scharniere, bin ich eigentlich erstmal ganz optimistisch, dass das auch eine gute Sache ist und greife mal nach hinten, hole mein MacBook und platziere das hier einmal. So. Und ist ein bisschen ungewohnt auf den ersten Blick und aufs erste Gefühl, aber man muss sich einfach mal gemütlich hinsetzen, dem Ganzen vertrauen, was ich auch voll tue, und funktioniert einwandfrei. Der Tesla hat ja 4 USB-C-Ports und ich sitze ja im Prinzip auf der größten Powerbank, die man sich so vorstellen kann. Und deswegen kann ich halt auch von hier hinten schön Power abgreifen und dann natürlich auch dauerhaft mit meinem MacBook arbeiten. Ich habe halt links noch ein bisschen Platz für Notizblock. Ich kann natürlich auf der anderen Seite auch das Kabel anstecken, dann könnte ich hier mit einer Maus arbeiten. Das ist auf jeden Fall echt eine schöne runde Sache. Und
Ich meine, viel mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Das ist halt einfach eine gute Idee, gut umgesetzt und für mich auf jeden Fall, denke ich mal, der Begleiter für die nächsten Monate, mit dem ich hier arbeiten werde in meinem Tesla. Und genauso schnell, wie der aufgebaut ist, genauso schnell ist der dann logischerweise auch abgebaut. Dann packt man ihn wieder in die Tasche rein, wenn man sich die geholt hat. Und natürlich kann man den nicht nur als Schreibtisch benutzen. Da kann man natürlich auch, was weiß ich, kurz was essen, wenn man sich was geholt hat, wenn man am Charger ist und irgendwie nicht das Interieur des Teslas beschädigen möchte. Und ja, wenn er fertig ist, dann steckt man den einfach zur Seite oder nach hinten. Je nachdem, passt natürlich auch hinten in den Kofferraum, unten in den Unterbodenkofferraum oder vorne in den Frunk. Dann wähle ich wieder mein normales Profil aus und wäre jetzt ready to go und könnte dahin fahren, wo ich möchte. Mein Fazit: Ich bin auf jeden Fall super zufrieden auf den ersten Eindruck und freue mich drauf, in den nächsten Monaten hier bei mir im Tesla zu arbeiten mit dem Tesmax und kann den auf jeden Fall empfehlen. Der kostet 89,99 Euro. Ist nicht günstig, weiß ich, ist aber halt auch keine China-Ware. Das ist deutsches Handwerk, in Deutschland hergestellt, ist gutes Material, fühlt sich gut an und wertig. Ist es auf jeden Fall, erst recht, wenn man damit arbeitet, wert. Die Neopren-Tasche finde ich auch wirklich toll, also gut verarbeitet, war ich super überrascht. Der Zipper ist echt gut, Zipper sind ja auch immer so eine kleine Schwachstelle. Die kostet 34,99 € und ist auf jeden Fall auch ein Kauf wert. Wenn man den halt auch im Frunk oder hinten im Kofferraum verstauen möchte, dann ist der nämlich geschützt und kriegt halt auch keine Kratzer. Wenn ihr euch für den Tesmax interessiert, dann könnt ihr auch noch 10% sparen, denn die Kollegen dort haben mir noch einen Discount-Code gegeben, das ist MACHEN10. Der Link ist auch in der Videobeschreibung unten drin. Könnt ihr aber auch einfach so im Checkout bei denen angeben und vielleicht sehen wir uns dann ja mal gemeinsam an einem Tesla Supercharger. Jeder in seinem eigenen fahrenden Büro.